Herzlich willkommen zum University Future Festival unter dem wunderschönen Motto Heads Up. Wir haben fantastische Anmeldezahlen dieses Jahr. Also wenn das wirklich so wird, dass die 4200 Menschen tatsächlich auch nicht nur hier im Raum, sondern auch vor ihren Rechnern da draußen sitzen, dann ist das ein Plus von sage und schreibe 45% gegenüber der Vorvorjahresausgabe, weil dieses wunderbare Festival ja eine Biennale ist und das allein in sich ist schon ein Erfolg. Dass wir es weiterhin zu einem Erfolg machen, hat, glaube ich, mit dem grandiosen Line-up zu tun, den ihr hier erwarten dürft. Wir haben internationale Speaker und Speakerinnen, die ganz renommiert zum Thema sprechen werden. Wir haben ein ungeheuer dichtes Programm. Also vielen herzlichen Dank, dass ihr euch Stühle gesichert habt, dass ihr da zahlreich hoffentlich dort draußen seid. Heads up, ich habe mich gefragt, was werdet ihr mit diesem Motto verbinden? Und als ich über den Begriff nachgedacht habe, habe ich gedacht, Heads up hat für mich zweierlei. Also es sind ja aufregende Zeiten. Die werden ja auch von Ängsten begleitet, diese ganze Frage der Transformation, gerade wenn wir Generative AI nehmen. Und für mich ist Heads Up auf der einen Seite sowas wie Kopf hoch, wird schon. Und auf der anderen Seite ist für mich Heads Up aber dieses Thema von Augenhöhe. Also hier, Augenhöhe, Lupe klarstellen, nach vorne gucken, was da auf uns zukommt. Und mit diesem klaren Visier wollen wir diese zwei Tage gestalten. Ich bin Andrea Thilo, ich bin Journalistin aus Leidenschaft, arbeite wahnsinnig gern zu eurem Thema und komme aus Berlin und freue mich, euch die zwei Tage begleiten zu dürfen. Was werden Fragen sein, die wir heute und morgen stellen? Wie kann Technologie die akademische Bildung bereichern? Was müssen Studierende, aber vor allem eben auch Lehrende über KI und insbesondere eben auch Generative AI lernen, um einerseits kompetent damit umzugehen und auf der anderen Seite auch verantwortungsvoll? Das heißt, die ethischen Fragen werden wir hier auch zahlreich streifen in diesen zwei Tagen. Wie können wir mit KI ganz konkrete Lern- und Lehrerfahrungen verbessern? Und ein wichtiger, das ist kein Seiteneffekt, sondern wirklich ein wichtiger Strand dabei, ist die Frage, wie können wir dabei Datensouveränität bewahren? Außerdem fragen wir, welche EdTech-Organisationen entwickeln die interessantesten Innovationen und was sollten wir vielleicht aber auch als Hypes identifizieren, denen man nicht unbedingt hinterherlaufen soll. Ihr könnt euch als Besucherinnen für all diejenigen, herzlich willkommen, die jetzt hier im Raum sind, hier in Heilbronn in dieser wunderschönen, sehr luftigen Maschinenfabrik freuen, KI-Explorables hier hinten rechts in den Räumlichkeiten zu entdecken von der Hochschule in Heilbronn. Ihr könnt eintauchen in die Erfahrungswelten der Experimenta, das Ferdinand-Steinbeis-Institut und es gibt Posterpräsentationen zu den laufenden Projekten der regionalen Projektpartner vom KI-Campus Hub Baden-Württemberg. Kurz zum Chat. Ihr alle könnt euch über Let's Digital auch hier im Raum in den Chat einklinken. Parallel bitte macht alles leise, was ihr an Digitalgeräten dabei habt, damit wir keinen Verzug und keine Parallelveranstaltung haben. Auch ansonsten einfach, dass hier keine Anrufe reinkommen. Ihr da draußen, wir freuen uns wirklich zahlreich über euer Zutun. Wir sind neugierig auf eure Fragen. Bitte einfach in den Chat posten. Nicht auf Q&A-Button im Chat gehen, sondern einfach direkt in den Chat unter Plaudern, wenn ihr es deutsch eingestellt habt. Sind wir sehr neugierig auf eure, vielleicht auch euren Widerspruch, euer ko-kreatives Denken und wie gesagt, eure Fragen. Jetzt freue ich mich abzugeben an zwei Frauen, denen wir vieles zu verdanken haben, aber unter anderem auch sehr konkreten Input zu dem beschriebenen, renommierten internationalen Line-up, den wir hier erwarten. Zum einen ist es Dr. Britta Leusing. Sie ist stellvertretende Geschäftsstellenleiterin des KI-Campus, der diesen schönen Track hier, einen von acht, den Track AI and Tech koordiniert. Mit Schwerpunkt auf regionale Hubs, auf Community und PartnerInnen-Management. Britta war viele Jahre als Kanzlerin, kann sein, dass ihr sie aus den Zusammenhängen kennt, an privaten Hochschulen tätig und als Projektleiterin im regionalen Zukunftszentrum Nord. Alois nickt schon in der Reihe 1. Mit dem Ziel, und auch das ist interessant, nicht nur wenn man in Baden-Württemberg steht, wo es viele Hidden Champions gibt, mit dem Ziel, KI über Beratung, Lehr- und Lernkonzepte niederschwellig eben auch zahlreich in den Mittelstand zu tragen. An ihrer Seite gleich hier auf der Bühne Professorin Dr. Daniela Wiehenbrauck. Sie ist Studiengangsleiterin BWL Digital Commerce Management an der Hochschule Heilbronn
Und sie ist eine absolut begeisterte Expertin zum Thema und über und mit digitalen Technologien. Sie hat gewissermaßen ihre Leidenschaft und nicht nur gewissermaßen zum Beruf gemacht in ihrer Professorinnenrolle. Zuvor war sie Unternehmensberaterin bei EY, hat Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Darmstadt studiert und Manufacturing Management in Schweden. Ich würde mich total freuen über einen herzlichen Applaus, wenn ich aus den besten Gründen jetzt von der Bühne gehe und Britta und Daniela euch das Programm und das ein oder andere auch noch vorstellen werden. Herzlich, da seid ihr schon. Ja. Ach, gar, ich habe hinten keine Augen. Sorry. Die Bühne gehört euch. Ja, vielen Dank, Andrea. Wir sind wirklich hier sehr aufgeregt. Das Team vom KI Campus. Endlich ist der Moment gekommen, dass wir das University Future Festival mit der Partnerbühne hier in Heilbronn eröffnen dürfen. Und wir möchten euch ganz kurz abholen, bevor wir in das tolle Tagesprogramm starten. Einmal kurz nochmal den Input geben, was gibt's denn, was ist eigentlich der KI Campus? Was treibt ihr denn eigentlich so? Ich weiß, wir haben schon viele Fans, aber einige da draußen wissen es vielleicht noch nicht. Und die andere Frage, die sich vielleicht noch konkreter stellt, ist immer, warum ist der KI Campus jetzt eigentlich hier in Heilbronn? Und um diese Fragen einfach nochmal klarer zu beantworten, ist einfach Daniela dabei. Sie ist von der DHBW Heilbronn als Partnerhochschule vom KI Campus Hub Baden-Württemberg mit hier an Bord. So, ganz kurz einmal nochmal KI Campus. Was ist das denn eigentlich? Ohne KI geht ja irgendwie gar nichts mehr. Ja, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Alle reden über KI, aber nicht nur reden, wir müssen ja auch machen. Und um zu machen, brauchen wir KI-Wissen und KI-Kompetenzen. Um erfolgreich in Unternehmen und Organisationen KI umzusetzen, brauchen wir nicht nur die Techies, die KI-Wissen drauf haben, sondern wir brauchen interdisziplinäres Wissen und das breite Wissen von KI über KI. Deshalb hat der Stifterverband sich gemeinsam mit vielen starken Partnern überlegt, den KI Campus als die Lernplattform für künstliche Intelligenz aufzusetzen. Wir werden gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Kurz abgeholt, wir haben eine wunderbare Studie gemacht, zugegeben vor ChatGPT, aber es sind brenzlige Zahlen. Natürlich können einige oder sagen wir viele, 90% der Personen, die befragt wurden, trauen sich zu, den Begriff kennen den Begriff künstliche Intelligenz, wissen, was es vielleicht bedeutet. Aber, und das ist wichtig, nur knapp 30% dieser befragten Personen trauen sich überhaupt zu, mit ihren eigenen Worten jemand anderem den Begriff künstliche Intelligenz zu erklären. Und das ist zu wenig. Hier brauchen wir eine selbstbewusstere, breite Bevölkerung, damit wir mit KI-Anwendungen erfolgreich glänzen können. Und dafür ist der KI-Campus da. Wir bilden aus über KI in der Breite. Basiswissen ist unsere Aufgabe. Spezialwissen kann man dann darauf aufsetzen. Und dann funktioniert es auch mit der Bewältigung des Fachkräftemangels im Bereich der Tech-Berufe. Unsere Vision ist ganz bescheiden. Wir streben eine KI-kompetente Gesellschaft an. Wie wollen wir das erreichen? Wir stärken die KI-Kompetenzen mit kostenlosen digitalen Lernangeboten für alle. Zwei Prinzipien, die uns ganz wichtig sind, kostenlos, dadurch niedrigschwellig für alle, sind unsere Lernangebote erreichbar. Und alle Lernangebote, die ihr findet auf der Plattform, sind offen lizenziert. So sieht unser Portal aus. Einige von euch kennen das auch. Wichtig ist nur, wir haben nicht nur die wunderbaren Kurse. Wir sagen immer, wir haben etwas für fast alle Sinne, für die Ohren. Wir haben tolle Podcasts, wir haben tolle Videos für die Augen auf YouTube mit vielen Followern, um KI und auf unterschiedlichen Formaten vielen Zielgruppen einfach näher zu bringen. Stichwort Zielgruppen. Wir richten uns an Studierende, an Berufstätige, an lebenslang Lernende, und zwar mit folgenden Schwerpunktthemen. Ich habe gerade schon erwähnt, breites KI-Wissen, Einführung in die KI, davor geschaltet aber Data Literacy, das ist unser Thema. Für die, die etwas mehr Tech wollen, die ein bisschen mehr coden wollen, haben wir natürlich Angebote im Bereich Machine Learning. Auch müssen wir KI in den Schulunterricht bringen. Deswegen kümmern wir uns als KI-Campus auch um Lehrkräfte, um sie zu bestärken, KI in den Unterricht zu integrieren. Unternehmen sind im Fokus, aber auch nochmal ein wunderbares Schwerpunktthema ist KI in der Medizin mit unserem Partner der Charité in Berlin, mit der Landesärztekammer und mit zertifizierten Angeboten für Ärztinnen und Ärzte.
Bei dieser Grafik wird man ganz bisschen schwindelig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es allen auch im digitalen Raum geht. Aber sie zeigt, finde ich, wunderbar, wie aktiv der KI-Campus ist mit unterschiedlichen Partnerschaften. Wir entwickeln Lernangebote mit Hochschulen, mit Bildungsträgern. Wir haben unsere tollen Projektpartner hier vor Ort. Wir haben Fellows hier vor Ort, die sich darum kümmern, KI-Curricular in den Hochschulalltag, in die Hochschulwelt zu integrieren. Also ich glaube, ohne den KI-Campus geht das nicht mehr in Deutschland, finde ich. Facts and Figures. Wir haben mittlerweile 25.000 Lernende, 500.000 Besucherinnen auf unserer Website und mehr als 2 Millionen Aufrufe unserer tollen Videos. Kommen wir jetzt endlich mal zu Heilbronn. Deshalb sind wir hier in der tollen Maschinenfabrik. Mit dem KI Campus haben wir uns überlegt, mal in eine wunderbare Region zu gehen, hier in Heilbronn, gefördert von der Dieter-Schwarz-Stiftung, um direkt in einer Region mit den Akteuren vor Ort ein KI-Bildungsökosystem aufzubauen. Und deswegen gibt es zum KI-Campus den KI-Campus-Hub Baden-Württemberg. Wir wollen durch den Dialog mit den Akteuren vor Ort viel stärker noch in unsere Lernangebote die Bedarfs- und Anwendungsfokussierung bekommen, um damit auch nachhaltig, langfristig orientiert den KI-Campus umzusetzen. Und was entscheidend ist, das wollen wir uns natürlich alles wunderbar merken, um weitere regionale Hubs in Deutschland aufzubauen. Unsere Partner hier in Baden-Württemberg, die Dieter-Schwarz-Stiftung habe ich schon erwähnt. Wir haben die Hochschule Heilbronn, wir haben die DHBW Karlsruhe und Heilbronn mit Daniela. Wir haben die TUM, den Campus hier in Heilbronn und das Fraunhofer IAO CODIS mit an Bord. Ganz kurz mal geschaut, aber wie gesagt, ist eine tolle Posterpräsentation von unseren Projektpartnern unten zu sehen. Die Hochschule Heilbronn arbeitet bei uns im KI Campus Hub mit dem wunderbaren Projekt Fair Impact. Es geht um sozialverantwortliche KI-Entwicklungen und um die Vermeidung von Diskriminierung in KI-Anwendungen. Wir haben den TUM Campus Heilbronn, die speziell für den Mittelstand Lernangebote sehr anwendungsorientiert entwickeln. Wir haben die DHBW Karlsruhe mit Next Education, um zum Beispiel einen KI-Kompass als Instrument für Unternehmen, für Organisationen mitzuentwickeln. Und an dieser Stelle möchte ich mal Daniela fragen, wie ist es denn so, mit uns KI Campus Hub in Baden-Württemberg zusammenzuarbeiten? Total inspirierend und es macht richtig viel Spaß, das muss man wirklich sagen. Wir dürfen den Teil begleiten, wie können wir das denn tatsächlich in der Lehre anwenden und wie erreichen wir weitere Nutzer? Also genau diesen Gedanken vom KI Campus zu verfolgen, wie erreichen wir möglichst viele Menschen? Und das machen wir über mehrere Dinge. Einmal, indem wir die bestehenden Lernangebote versuchen bei uns, wir integrieren sie tatsächlich auch in die Lehre, haben dort eigene Lernpfade für die Studierenden entwickelt. Und für uns ist immer die große Herausforderung, wir brauchen eine Note am Ende. Also wie können wir es abprüfen? Welche Micro-Credentials können wir dort verwenden? Und was ist denn da tatsächlich, was ist möglich und welche Prüfungsformen gibt es denn dort? Das andere, was wir auch machen, ist, dass wir ein Online-Lernangebot KI im Handel entwickeln, weil wir eben für unsere Studierenden ein eigenes Angebot schaffen wollen. Und nicht nur für unsere Studierenden, da gibt es sicherlich auch noch ganz viele andere, für die genau dieses Lernangebot passend ist. Weil erstens ist der Handel eine Branche, die jeder sofort versteht. Jeder kann sich vorstellen, was dort passiert. Wir kaufen alle täglich ein. Deswegen ist es eine unheimlich gute Branche, um Dinge einfach zu erklären. Es gibt tolle Anwendungsbeispiele im Handel. Und es ist ein Niveau, das für jeden ansprechend ist. Und man kann es dann beliebig weiter vertiefen auf dem KI-Campus. Also ein schöner Einstieg, ein schönes Portal für Studierende, die dort einsteigen können. Genau. Wunderbar. Also wir freuen uns sehr, mit euch zusammenzuarbeiten. Ist auch sehr vielfältig. Kurzes Wrap-up. Unser Selbstverständnis hier in der Region Heilbronn, eingebettet in das KI-Innovationsökosystem, das hier entsteht, und zwar mit dem Innovationspark für KI, dem IPAI, verstehen wir uns als zentraler Partner und Anbieter für KI-Wissen in der Breite, die Vermittlung davon, für den Aufbau der notwendigen KI-Kompetenzen, für die Entwicklung zukunftsfähiger Qualifizierungsansätze zu KI. Wir wollen natürlich die Hochschulen in der Region einbinden. Viele Grüße noch an Matthias Bantel, Alex Klein vom Hochschulnetzwerk Digitalisierung Baden-Württemberg. Und natürlich ist die Zielsetzung die Stärkung hier der Innovationskraft der Region in Heilbronn rund um KI. Und damit KI-Wissen in die Breite bringen, mit unseren tollen Lernangeboten und Projekten,
kommen wir, glaube ich, unserer Vision sehr nah, eine KI-kompetente Gesellschaft zu erreichen. Dann klappt es auch mit der Innovationskraft hier vor Ort. Und ich glaube, dann klappt es auch mit der internationalen Strahlkraft. Ich freue mich sehr, dass ganz viele Partner, mit denen wir schon gesprochen haben und hoffentlich zukünftig sprechen werden, hier in Heilbronn sind. Ich grüße ganz, ganz herzlich den digitalen Raum. Und ich glaube, die KI Campus Stage des University Future Festivals 2023 ist hiermit herzlich eröffnet. Ihr Lieben, vielen Dank für diesen Aufschlag. Darf ich noch 2, 3 Nachfragen stellen? Die erste Nachfrage geht an dich. Mich würde interessieren, noch mal kurz zum KI-Kompass zurück, um das zu verstehen. Was soll der können? Was bringt der? Also ist das ein Wasserstandsanzeiger, wie es bei mir im Unternehmen mit KI aussieht? Was meint KI-Kompass? Der KI-Kompetenz-Kompass? Ja. Ich würde fast auch gerne weitergeben an Daniela als Vertreterin der dualen Hochschule, weil es natürlich ein DRBW-Projekt ist. Bitte. Ja, genau. Bitte. Also da geht es darum, welche Kompetenzen haben denn Unternehmen, haben verschiedenste in Schulen, welche Kompetenzen sind dort vorherrschend und wie weit ist man? Da gibt es verschiedene Ebenen, einmal diesen Kompass, mit dem man sich sicherlich befasst, und zum anderen soll eben auch ein Selbstbewertungssystem durchgeführt werden, wo man sich selbst einschätzen kann, wie weit bin ich mit KI? Okay. Ja? Zweite Frage, die würde ich dann aber, glaube ich, gezielt an dich richten. Die Frage nochmal, dieses Partnern ist ja ein ganz wichtiges Thema bei euch. Genau. Ja? Ihr redet ja auch Ökosystem, den Begriff hast du vorhin gewählt. Da greifen ja schon viele Zahnräder, wir haben es gesehen, ineinander. Was wären wichtige Schritte auf dem Weg zu dem, was eure wirkliche Vision ist? Was sind sozusagen die Schritte auf dem Weg, die ihr festnageln wollt? Genau, also wir fokussieren uns sehr stark gerade auf die Vernetzung. Deswegen dann natürlich auch so ein tolles Festival hier in Heilbronn. Ja. Und was wir sagen, wir freuen uns erstmal über die kleinen Schritte, kleine gemeinsame Veranstaltungen mit der Arbeitsagentur, mit der Stadt Heilbronn, mit dem Wissenschaftsstandort e.V. In Heilbronn. Und wir sagen, okay, die kleinen gemeinsamen Erlebnisse, die stärken, um dann darauf aufbauend natürlich klar in die Lernangebotsentwicklung zu gehen, wobei wir auch da schon mit den Partnern, wie zum Beispiel dann auch mit KI im Handel, da auch schon gemeinsam arbeiten. Also vom Kleinen ins Große gehen, das ist unsere Vorgehensweise. Okay, noch eine Frage, die bringe ich aus anderen KI-Kontexten mit. Da haben wir häufig drüber gesprochen. Sprechen wir eine gemeinsame Sprache als Institution? Also die Frage, wer auch will, nimmt sich jetzt diese Frage. Wie wichtig ist es, in der Sprache Brücken zu schaffen, aus dem Hochschulkontext in die anderen Bereiche? Weil ihr redet hier von Verständlichkeit, wir wollen alle erreichen, aber erst 30% trauen sich und so weiter. Ihr habt es ja alles gerade erzählt. Also, ist eure gemeinsame Sprache in eurem Ökosystem schon da oder müsst ihr die nähren und wer will? Ich beginne mal, dann kannst du drauf aussetzen. Ich bin ja gerade nicht aus dem Hochschulkontext heraus, aber natürlich, Stichwort Transfer, schwierig ist es ja immer, die Unternehmen und die Hochschulen zusammenzukriegen. Die Unternehmen, gerade die MittelständlerInnen, stehen dort und sagen, liebe Britta, ich brauche nicht erst in 3 bis 6 Jahren eine tolle Forschung und Entwicklungsergebnisse, sondern ich brauche die in 3 bis 6 Monaten. Also Geschwindigkeit ist immer ein ganz entscheidender Faktor, gerade in der Kombination von Unternehmen und den Hochschulen. Und da geht es nur darum, dass man gut miteinander redet und auch Modelle findet, über die sprechen wir ja vielleicht auch nachher noch auf der Podiumsdiskussion, wo man auch wirklich in der Langfristigkeit Unternehmen, Hochschulen zusammenbringt. Okay. Du noch einen Gedanken dazu? Ja, wir haben als duale Hochschule haben wir da auch einen entscheidenden Vorteil. Unsere Studierenden sind alle bei Unternehmen angestellt und haben, so haben wir direkt den Transfer. Wir haben einen engen Kontakt sowohl zu den dualen Partnern als auch zu den Studierenden und können deswegen beides eigentlich ganz gut verbinden und auch mit beiden interagieren. Okay, allerletzte Frage noch an dich. KI im Handel. Ja. Zurückzukommen dazu. Es ist klar, ihr beginnt da mit Studierenden, aber erwartet ihr dann auch so ein Rollout für alle, dass auch alle, hier gibt es ja große, ich will jetzt keine Namen nennen, große Unternehmen, die eine Menge tun, hier am Standort mit kurzen Buchstaben, dass das auch andere Leute erreichen soll. Auf jeden dass Fall. Dass sie es nutzen, kostenlos haben. Auf jeden Fall. Also wir beginnen mit den Studierenden. Ja. Und wir sind ja nicht nur Handelsstudierende. Ich selbst habe Digital Commerce, es sind noch sehr viele andere Studierende, die wir damit erreichen wollen. Und die haben eben auch alle ihren dualen Partner. Und unsere Idee
Idee ist schon, dass das sich dann auch dort etabliert, dass man genau diese Kurse belegt. Wir machen es auch gemeinsam mit einem Dozenten, der in einem Unternehmen arbeitet. Der freut sich auch schon, alle seine Mitarbeiter in diesen Kurs reinzuschicken. In diesem Sinne. Vielen herzlichen Dank für diesen ersten Aufschlag. Dich sehen wir nachher vollumfänglich wieder. Die gute Nacht ist, Britta leitet die Podiumsdiskussion. Also mischt euch alles, was ihr jetzt noch nicht gefragt habt oder widersprüchlich loswerden wollt. Wahnsinnig gerne könnt ihr das nachher loswerden in der Podiumsdiskussion, aber gerne auch jetzt noch. Gibt es irgendeine Frage, die ihr noch habt, die ihr jetzt loswerden wollt? Im Chat ist noch nicht so viel, da sammeln wir jetzt weiter. Bitte, ihr Digitalen da draußen, seid so lieb, schickt eure Fragen. Wir können die jeweils nach den einzelnen Keynote, haben wir immer 7 bis 8 bis 10 Minuten Zeit, je nachdem, ob überzogen wird oder nicht, eure Fragen loszuwerden. Wir haben 2 Mikros hier im Raum, also macht euch bemerkbar, stellt euch dahin oder wir kommen mit den Mikrofonen zu euch. In diesem Sinne, also vielen herzlichen Dank erstmal. Danke dir. Dann möchte ich mich bei euch, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich für die Eröffnung. Danke, Britta und Daniela. Dankeschön.